Hallo Leute, willkommen zurück zu Seasons After Fall, Part 23, aber ich habe mich jetzt da bei dem Spiel schon so oft in der Part-Nummer verzählt, dass ich mir nicht zutraue, da noch eine, kompetente Aussage zu treffen, aber ich glaube, es ist Part 23. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwo ein Altar ist. Das ist hier wieder so ein, das Feld mit den Glühwürmchen-Rätseln. Ich glaube, da müssen wir jetzt im Augenblick mal aber nichts machen, oder? Ups. Ah, hallo. Ja, also da komme ich jetzt irgendwie gar nicht mehr rauf. Jetzt aber. Ich glaube nicht, oder? Ja, sonst wären ja auch die Glühwürmchen bei uns. Also, aber Moment mal. Also eins, zwei. Hier sind nur zwei. Da waren doch das letzte Mal drei. Das ist praktisch zwei Zeilen. Also unten drei und dann oben drei. Und jetzt sehe ich zwei. Und hier sehe ich zwei. Kann das sein, dass die sich jetzt anders positioniert haben? Nö, oder? Und ob? Jetzt sind die nämlich aufgerichtet und jetzt könnten wir nämlich dieses andere Symbol machen, das wir da gesehen haben. Das da unten. Das hier. Das könnten wir jetzt nämlich machen. Aber müssen wir im Augenblick wohl noch nicht. Oder das Spiel will mich nur ärgern. Kann auch sein. Will mich auf eine falsche Fährte locken. Alles möglich. Oh, spring mal. Aha. So, wo geht's denn hier lang? Ui, hier geht's wieder woanders hin. Endlich sind wir am Gipfel, den ich schon die ganze Zeit erwartet habe. Die Frage ist, ob es jetzt hier weitergeht. Da ist dieser Baum, der entwurzelt wurde. Hier, auf dem Gipfel. Sag ich doch, das ist doch der Gipfel. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier gibt es jetzt einen Baum und vielleicht können wir ja jetzt... Und der ist auch entwurzelt worden. Aha. Da ist das Symbol des Frühlings. Dann mache ich doch mal einen Frühling. Oha, der Baum schwebt. Oh, und der schwebt leider auch wieder zurück. Wir haben aus einem... Also, es schwebt hin und her, meine ich. Also, schweben tat er ja schon vorher, aber jetzt schwebt er hin und her. Das ist das Symbol des Winters. Sind das die Bäume der Jahreszeiten oder so? Aha. Oha. Das ist der Baum des Herbstes. Halt, dafür muss ich natürlich in den Fall, in den Herbst wechseln. Okay. Da wird doch mal jetzt ein vierter Baum kommen. Nein, da kommt kein vierter Baum mehr. Wir können jetzt wirklich auf den Gipfel. Also der Gipfel bleibt uns jetzt nicht mehr verwehrt. Da ist wieder ein Baum des Frühlings. Oha! Aber hallo! Und da ist nochmal ein schwebender Baum. Aber zu dir komme ich nicht rauf. Oder brauche ich da den da dazu? Kann das sein? Wo ist denn der? Hier? Lässt der uns hier vielleicht nochmal einen Baum wachsen oder so?
Nee. Dann würde ich da doch mal in den Winter gehen. Vielleicht. Winter? Nicht, oder? Doch, kommt schon. Braucht nur noch ein bisschen. Halt. Boom. Na komm. Ach so. Also ich gehe jetzt mal kurz hier unten weiter. Mal schauen, was da so ist. Aha. Hier muss ich wahrscheinlich irgendwie durchbrechen. Okay. Dann mal nochmal. Also. Na komm. Ach, da oben ist der Schneehaufen entstanden. Ach so. Ja, dann vielleicht doch eher Frühling. Puh, das ist ja jetzt aber schwierig. Nee, da muss schon ein Schneehaufen hin, glaube ich. Ah, komm. Mach schon hin, ey. Und dann ist natürlich die Frage, ob ich da dann irgendwie rüberkomme, aber... Aber ich glaube schon, dass der da... drüben den Schneehaufen hinmachen soll. Da komme ich jetzt auch wieder rauf. Und da komme ich auch rauf. Hoppala. Aha. Oha. Und komme ich denn von dem hier darauf? Nee, natürlich nicht. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Wo komme ich denn hier hin? Hier ist es jetzt da. Okay. Da ist jetzt auch so, dass ich natürlich nur noch raufkomme. Was brauche ich denn? Brauche ich da jetzt wieder Frühling oder so? Ja, das ist ein Frühlingsbaum. Aber wie komme ich auf den Frühlingsbaum drauf? Das ist ein schweres Rätsel. Ja, hm. Ist ein Rätsel, aber ich schaue jetzt mal hier weiter. Vielleicht komme ich ja hier rüber irgendwie. Ah, oh, was ist denn das da oben? Hallo. Ein Käfer. Mal schauen, hier geht's nicht weiter. Hier kann ich aber Blumen. Das ist so ein Hammerteil. Ah, das ist so ein... Nein, 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 nein. Bleib mal da. Geh mal in die andere Richtung. Ja, ja, ja. Genau. Bam. Achso, gleich nochmal. Bam. Jawohl. Dankeschön. Da brauche ich dich gleich nochmal irgendwo. Aha. Nö, nicht so wirklich. Aber es ist natürlich schon die Frage. Aha. Da schwebt jetzt einer der Bäume. Brauche ich dich? Brauchst du mich? Brauchen wir uns gegenseitig? Okay. Das ist das. Wo, warum habe ich dieses Teil jetzt hier zerstört? Damit ich da unbeschwert wieder zurückkomme, nehme ich mal an. Da knistert es so komisch. Damit ich da ohne Probleme wieder zurückkomme, aber... Also der Baum hier hat auch keine Markierung von irgendeiner Jahreszeit. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwo den vierten Altar finde, Leute. Keine Ahnung, ob das jetzt nur so ein kleiner Nebenquest ist oder was kann ich mit dir noch machen? Kann ich dich wieder schweben lassen? Halt. Muss ich dich dann eher vielleicht... Halt.
Bam! Nein, kann ich dich hier nicht irgendwie was aus dem Boden stampfen lassen? Nein! Nein! Andere Richtung. Go ahead! Da passiert nichts. Also er reagiert auch auf uns, wenn wir weiter weg sind von ihm. Ne? Ich will ihn mal über diesen Löchern direkt haben. Macht aber nicht. Nö. Weiß nicht, ob... Gut, ich mach mal diesen Schneehaufen nochmal. Ich weiß zwar nicht, ob bzw. was der mir bringen soll, aber ich denke, er ist nicht so ganz ohne Grund hier. Jetzt brauche ich den Baum. Muss natürlich warten, bis er wieder zurückkommt. So. Ah, nein, jetzt springe ich runter. Ah, hier kann ich noch ein paar Blumen wachsen lassen. Jawohl. Das ist auch immer schön. Gerade mal im Winter so. Wenn die, die Farben wenige sind. Ja, aber was mache ich mit dir, Junge? Mit dir komme ich ja auch nicht auf den Baum da drauf. Kann ich hier was ankläffen? Nö. Also auf jeden Fall, das ist ein Baum des Frühlings. Kann ich dich von unten aus auch ankläffen? Geht das? Nee, das geht nicht. Jetzt bin ich zwar in der richtigen Jahreszeit, komm aber nicht zu dir hoch. Das ist gemein. Das will ich den Spieleentwicklern nur mal sagen. Das ist echt gemein. Hier komme ich auch nicht wirklich nicht weiter, gell? Nein. Schwierig, schwierig. Aber irgendwo muss es doch eine Lösung für dieses Rätsel geben. Weiß eben nicht, ob dieser Käfer damit zu tun hat. Muss ich dich noch weiter... Bam! Nee, der geht nicht weiter nach oben. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich den irgendwie weiter nach oben bekommen. Aber... Also hier geht's auch nicht weiter, oder? Puh. Oh, zu spät. Aufzug schon weg. Der reagiert überall da, wo wir kläffen, der Hammerkäfer sozusagen. Jawohl. Ich bin jetzt mal hier unten und schau mal. Nee, ich sehe nicht. Also den haben wir in Bewegung gesetzt und der hat jetzt auch gar kein Symbol mehr. Das heißt, der wird sich ewig bewegen, was schön ist. Aber ich komme auf den hier nicht drauf. Gibt es irgendwas, was ich mit den Jahreszeiten machen kann? Ich meine, das ist jetzt nicht seine Jahreszeit, das weiß ich schon. Aber irgendwo... Herbst? Nee, nee, das ist schon... Da ist schon Frühling richtig. Das ist schon richtig, dass das richtig ist. Aber wie kann ich denn mal hier rauf? Er setzt sich nicht in Bewegung und er kommt nicht weit genug runter. Und jetzt hätte ich ihm gedacht, dass ich da vielleicht mit dem Schneehaufen was machen kann, aber der ist auch zu weit weg, würde ich sagen. Ich versuch's nochmal mit dem Schneehaufen.
Beziehungsweise kann denn, das ist wirklich eine doofe Idee, wenn ich hier den Schneehaufen mache, kann ich dann mit dem Käfer den Schneehaufen wegschieben, indem man weghämmert oder so, da als ist er aufgetaucht. Nö, natürlich nicht. Das wäre jetzt ja auch zu sonderbar gewesen. Das wäre jetzt auch zu sonderbar gewesen. Nee, da passiert gar nichts. Gut, ich bleibe jetzt mal trotzdem im Winter und versuche das nochmal mit dem Schneehaufen. Das ist meine einzige Möglichkeit, die ich ja schon von Anfang an hatte, aber irgendwie... kommt es mir so vor, ach, zu ungeschickt, lieber Need Games, zu ungeschickt. Kommt es mir so vor, als müsste ich dann noch irgendwas tun, damit, kann ich da eigentlich einen zweiten Schneehaufen auslösen? Ist nur mal so. Ist da jetzt ein zweiter gekommen? Ich habe nämlich nichts gesehen, Leute. Na, also das ist immer nur noch einer. Da ist jetzt aber einer gekommen. Die Frage ist, ob der jetzt den einen ersetzt hat, der schon da war. Na, spring. Ja, was ist los, Fuchs? Steht auf der Stelle und springt nicht. Unfair, unfair. Kratze ich mir mal kurz am Kinn. Falls ihr es übers Mikro gehört haben solltet, vor lauter Verwunderung kratze ich mich mal am Kinn. Dass man jetzt hier so... Ja, man hat keinen Doppeldecker. Schnee. Aber da war ich schon jetzt gerade ziemlich weit unten, ne? Da kommt man nicht rauf. Kann ich... den Schneehaufen auch nicht ankläffen. Ich meine, ich sehe den Baum auch von hier aus so gut wie gar nicht. Ja, da fehlt nicht viel, aber da fehlt. Was? Was muss ich hier tun? Das ist schon nicht schlecht. Ich bin schon nicht schlecht unterwegs, Leute. Das ist... Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber an der Stelle muss ich mich mal so ein bisschen selber motivieren. Aber was mit diesem Baum, was ich da jetzt machen kann? Ja, wuff. Aber da ist jetzt kein zweiter aufgetaucht. Ich hätte ja auch gesagt, da fehlt ein Baum, den man noch wachsen lassen. Das ist schon sehr knapp, dass man da unten noch einen Baum wachsen lassen sollte, wenn man mit dem Frühling, also diese Pflanze hier mit dem Frühling auslöst. Aber, ja. Oder ich muss da ganz rauf. Und dann versuchen, da ganz rüber zu springen, aber... Das ist ja mörderisch, das ist ja ein Sprung ins Unsichtbare oder ins Unbekannte. Keine Ahnung, ob man da auf den anderen Baum draufkommt. Glaube ich nicht, oder? Ja, nicht, wenn man so springt, das ist mal klar. Nee, der Sprung gelingt doch nie im Leben. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Komme ich denn jetzt hier auf den rechten Baum drauf, wenn ich hier draufstehe? Vielleicht ist ja das... Ist das vielleicht der, ja, sag ich mal, der, oh? Oh? Das war jetzt ein Bug im Spiel, oder? das war jetzt ein Bug, das hätte der Fuchs jetzt wohl nicht machen sollen. Uiuiuiui.
Das war jetzt ein Bug. Nee, nie im Leben kommt man da drauf. Ha. Komm runter, du. Hier fehlt mir irgendwas. Irgendwas, was ich hier wachsen lassen müsste. Der Schnee-Dingens müsste da drüben sein. Dann würde das Ganze Sinn machen. Ech, bleib vor mir, wenn ich dich schon so schön hetze. Passiert aber nichts. Ich weiß es nicht, Leute. Ja gut, ich würde sagen, wir erforschen das dann weiter im nächsten Part von Seasons After Fall. Wird es schon irgendwie rausgehen, Leute. Werden wir schon irgendwie rausfinden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.